Das ist immer gut zocken. Die kleine Geschichte, das ist immer gut zocken. Ich war nicht von Anfang an dabei, aber ich kenne ja Campy, unseren langjährigen Booker, und Mirko, der das Turnier von Anfang an gemacht hat. Naja, am Anfang war es halt eine kleine Geschichte, mehr auch nicht. Und mittlerweile sind wir. Mittlerweile sind wir 10 Teams. Wir als Veranstalter immer vorne mit dabei, zumindest versuchen wir das. Eine Mannschaft melden kann eigentlich jeder, der will. So ist es natürlich nicht. Aber letztendlich bevorzugen wir natürlich Bands, die mitspielen können. Wir versuchen, möglichst schwache Teams zu holen, damit die auch jedes Jahr gewinnen. Und der Rest sind Medienpartner und noch 2 Fanteams. Wir versuchen, um 11 anzufangen, schaffen das nie, weil die Bands meistens sich bespaßen am Abend zuvor und eintrudeln, und dann werden die Gruppen ein bisschen zugelost und ja. We are Retro Stepson and welcome to the Immigut Festival. I didn't know about this soccer tournament, and we have this costumes for a coincidence. We got this from our football team in Iceland, and they're matched and everything, so it's nice. The tournament has been nice. We won one game and lost another, and we have a very good German. He's playing German goal scorer Thomas. Fidi und Schiede im Hintergrund sind auch immer wieder dabei. Flasche Korn, dann sind die zufrieden und machen hier ein bisschen auf Kommentatoren. So, gleich 7 Minuten gespielt. 2 Tore gefahren. Da geht noch einiges in den Potenzial. Ja, hallo, wir sind Fidi und Schiede. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier beim Immergut Zocken Festival. Auch wenn ihr vielleicht nicht unsere Zielgruppe seid, aber damit kommen wir klar. Ja. Verrücktes Turnier gewesen, mit Höhen und Tiefen, Bands, Fans und die Fans. Unglaubliches Ding, und die Fans haben gewonnen. Das stimmt. Ja. Wir waren zum ersten Mal beim Fußball, wir wussten gar nicht, dass es so gut ist. Und dann haben wir gleich gewonnen. Letztendlich machen wir, wow, der war nicht schlecht, das Turnier wie das Festival auch ein bisschen für uns. Und ja, deswegen behalten wir das so bei, wie wir das wollen.